Hallo und herzlich willkommen hier bei Wild und Wundervoll, sozusagen meinem allerersten Schwangerschaftsupdate hier in meiner zweiten Schwangerschaft nach der Weltreise und nach der Auswanderung. Und genau das ist auch das Thema. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sehr man schon meinen Bauch sieht. Ich bin natürlich deutlich weiter als wie, hey, ich bin gerade schwanger geworden. Bin jetzt in der, ich glaube, 35. Woche. Ich vergesse das immer so genau mit den Tagen, aber halt so halt auf jeden Fall drittes Trimester. Und ich denke mir, jetzt ist es Zeit, dass ich schöne Schwangerschaftsupdates mache, aber damit ihr auch wirklich upgedatet seid, möchte ich von Anfang an beginnen. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will miss, we'll find something new. Die einen oder anderen kennen uns wahrscheinlich schon. Wir sind ja auch auf Instagram als Wild und Wundervoll aktiv. Und wir haben die Online-Filmschool. Da sind wir hauptsächlich auf Facebook aktiv in unserer Facebook-Gruppe Filmen lernen. Und wir machen natürlich, wir sind Filmemacher, also wirklich auch vom Beruf Filmemacher, auch Ausgebildete. Und wir haben uns dann irgendwann gesagt, ne, wir haben keinen Bock mehr. Unsere erste Tochter kam, die wurde 2016 geboren. Und dann haben wir sicher ein, zwei Jahre vorbereitet, schon während der Schwangerschaft und sind aufgebrochen auf große Weltreise für fast 2 Jahre. Danach waren wir ganz kurz, so 2, 3 Monate nochmal in Deutschland, weil wir versemmelt hatten zu kündigen. Kann man sich auch alles in ein paar Vlogs hier angucken, auf unserem Kanal. Und als wir das überstanden haben, das war sozusagen im Sommer 2019, sind wir dann ausgewandert nach La Palma. Also nicht Mallorca, sondern auf die kanarische Insel La Palma. Sie gehört auch natürlich zu Spanien. Das war am Anfang, das war am Ende August, Anfang September 2019. Und das war erstmal so ein Experiment. Wir wollten erstmal gucken, wie fühlt sich das hier für uns an? Wollen wir hier wirklich länger sein? Wollen wir wirklich, dass das unsere Homebase wird? Es ist schon so, dass wir immer noch eine große Reiselust haben, aber es soll das unsere Homebase sein. Also ihr seid schon, ihr merkt schon, ich bin jetzt in der Erzählung, wie das so von wegen Auswanderung und Schwangerschaft kam. Ja, Long Run gesehen, unser langer, großer Wunsch wäre, auf der Welt 2 Homebases zu haben, wo wir hin und her wechseln können und trotzdem noch reisen können. Das ist halt sozusagen unser Langzeitziel, sage ich mal. Auf jeden Fall waren wir dann hier und es lief alles super und es lief gut und die Palmeros sind so nett und es gibt hier auch andere Reisefamilien. Die Insel ist halt sehr, sehr, sehr klein, das merkt man schon. Also sowas wie Online-Shopping oder so ist, ist nicht weit verbreitet. Also so ein paar Annehmlichkeiten, wenn es um Konsum geht oder Dienstleistungen, ist nicht da, aber dafür hat man ganz viele andere tolle Sachen. Aber egal, darum geht es hier jetzt nicht. Auf jeden Fall sind wir dann hier angekommen und mussten uns erstmal einleben und Wohnung finden und gucken, wie wir das auch finanziell machen, ob das hinhaut und ob das klappt. Und dann hat es aber auch gar nicht lange gedauert, dass ich einen, ich glaube im Oktober war es dann, im Oktober. Also Ende August sind wir angekommen und im Oktober hatte ich dann einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Wir haben sogar einen Live-Schwangerschaftstest. Wir haben es auf YouTube auch geteilt. Ihr könnt euch das Video auch angucken, wie wir den machen in unserer alten Wohnung, in der wir jetzt 8 Monate gelebt haben. Wow, es ist schon echt so viel Zeit vergangen. Naja, auf jeden Fall war das dann, also war eine ganz große Freude. Wir wussten natürlich auch, also es war jetzt zwar schon irgendwie eine Überraschung, aber auch jetzt nicht eine komplett ungeplante Überraschung. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir dürfen partout nicht schwanger werden und wir tun jetzt, setzen alles daran, dass das nicht passieren darf, sondern es war schon so, oh, jetzt ist eigentlich schon auch ein schöner Zeitpunkt, Baby Nummer 2 zu bekommen. Und deswegen wäre es auch sinnvoll, sich irgendwo ein bisschen niederzulassen, weil so ein Reisefamilienleben, also immer auf Reise zu sein, auch wenn man länger wirklich an den Orten ist, durch das Kleinkind, immer ein paar Wochen oder ein paar Monate, das kann auch einfach anstrengend sein. Es ist wunderschön, aber es ist anstrengend. Ihr könnt euch ja vorstellen, man nimmt seine Probleme mit. Also hatten wir auf jeden Fall das Gefühl, wir wollen jetzt mal ein paar Monate ein bisschen setteln, dass es auch der Noah, unserer Tochter, gut tut. Und jetzt dann aber gerade ausgewandert und dann schwanger. Das war natürlich cool. An und für sich war gar nicht so viel anders, außer dass der Druck stieg. Es war, weil wenn du auswanderst oder zumindest genau weißt, du möchtest jetzt für eine längere Zeit im Ausland bleiben, klar, kannst du alles sozusagen illegal unter der Hand machen und so, aber das wollten wir nicht. Es geht dir darum, auch irgendwie Steuern zu bezahlen und mit vielleicht mit einer Krankenversicherung oder wie oder wo man gemeldet ist, wie man wohnt. Zum Beispiel ist es hier so, wenn du
Ich meine, wir sind digitale Nomaden. Wir haben eine Online-Filmschool. Das Wort sagt ja schon, online. Wir arbeiten online. Wir brauchen Internet. Das ist ja nicht immer so gut. Und wenn du hier jetzt einen Vertrag für deine Wohnung haben willst, dass du zum Beispiel Glasfaseroptik hast oder anderes gutes, schnelles Internet, brauchst du ein spanisches Bankkonto zum Beispiel. Ja, und dann, da kommen halt so viele kleine bürokratische Sachen auf dich zu. Und das haben wir halt natürlich noch nicht gemacht. Wir wussten nicht, brauchen wir ja echt sofort ein Konto? Wollen wir das? Müssen wir hier sofort Residente werden? Was bedeutet das? Also wenn wir hier wirklich gemeldet sind für die Steuer, weil wir zahlen eigentlich auch Steuern natürlich in Deutschland. Und Spanien und Deutschland hat schon so ein Doppelsteuerabkommen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt natürlich auch zwei Steuererklärungen machen. Wir zahlen auch eigentlich in beiden Ländern dann indirekt auch irgendwie Steuern. Und das, ja, es kam halt viele Sachen drauf zu. Und dann natürlich noch Babyvorbereitung. Und wie wird das mit Baby Nummer 2 und ohne jetzt irgendwie das Supportnetz, also das klassische Supportnetz an Omas hier oder so. Oder auch, wir sind aus Deutschland abgemeldet. Wir sind nicht mehr in diesem finanziellen Sicherheitsnetz drin, von wegen halt Elterngeld und all sowas. Das gibt es ja halt dann einfach nicht mehr. Und sprich, also wäre ich jetzt ausgewandert oder wäre ich ins Reisefamilienleben gestartet, super, super frisch und wäre dann sofort schwanger geworden, dann hätte ich mir schon gedacht, so, boah, das wäre psychisch nochmal eine andere Nummer gewesen, als jetzt nach 2 Jahren schon so zu leben. Es war fast 2 Jahre ja zu dem Zeitpunkt. Weil da waren wir jetzt mental und vom Mindset her lockerer. Und wir waren auch nicht mehr so sehr auf dieses deutsche System, also wir haben uns ja bewusst entschieden, da auszusteigen und deswegen hat sich nicht mehr so nach ja, Angst angefühlt. Es war einfach nicht mehr, dass wir uns dachten, oh shit, jetzt schaffen wir es aber nicht, wir brauchen das ja eigentlich. Also insofern, schwanger direkt nach Auswanderung ist kein Problem, das funktioniert, solange man eine Versicherung hat. Wir sind bei dieser 5 Jahre Langzeit Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung bei der Hanse Merkur. Die haben wir zum Glück auch immer noch, weil als wir uns jetzt dann fest entschieden haben, okay, das Baby kommt auch hier auf La Palma zur Welt und wir möchten hier länger bleiben, noch die ersten Monate nach der Geburt und dann gucken wir mal weiter, haben wir natürlich gesagt, okay, da müssen wir uns jetzt hier melden. Also erstmal meldet man sich hier wohnlich und dann geht man weiter und dann haben wir uns hier gemeldet und der Konstantin hat sich als Selbstständiger hier gemeldet. Also wir zahlen auch jetzt offiziell hier Steuern. Und mittlerweile ist er auch schon, glaube ich, eine Sozialversicherung. Er müsste sich nur mal seine Karte holen. Auf jeden Fall. Wisst ihr, was dann kam? Das hat alles jetzt so ein paar Wochen gedauert. Dann kam natürlich Corona und die Ausgangssperre. Insofern bin ich gerade echt froh, dass wir noch unsere Auslandskrankenversicherung haben und auch, dass ich sogar den Premiumschutz habe, weil wo Schwangerschaft mit dabei ist. Und weil ansonsten wären wir jetzt hier nicht versichert, weil durch die Ausgangssperre konnten wir keine Termine mehr machen, damit wir uns jetzt auch, damit der Konstantin und also mich und die Noah nachholt, dass wir Residente werden können, was dann nämlich eine Voraussetzung ist dafür, dass wir hier auch in der Sozialversicherung drin sind. Das wären wir nämlich ansonsten dann auch. Das ist jetzt alles nicht möglich. Es ist aber okay wegen, wie gesagt, unserer Krankenversicherung, also Auslandskrankenversicherung. Ansonsten, die Geburt müssen wir sowieso bezahlen, weil wir planen eine Hausgeburt, wie auch bei der Noah, beim ersten Kind in München. Und das würde hier sowieso nicht vom spanischen System übernommen werden. Also ja, man hat ja auch echt nicht die Qual der Wahl mit Hebamme und tralala und lalala. Aber dazu, zur Vorsorge und wie die Geburt sein soll, mache ich auf jeden Fall noch ein Video. Und somit bin ich dann nämlich auch schon am Schluss. Ich wollte euch eigentlich nur so ein bisschen einführen und Hallo sagen, weil in den nächsten Videos, wir werden die jetzt auch echt relativ flott und zügig hochladen, dass ihr immer ein bisschen was zu gucken habt sozusagen. Ich möchte euch wirklich erzählen, wie es mir so erging im ersten Trimester, im zweiten Trimester, jetzt wie es im dritten Trimester ist, wie wir uns natürlich vorbereiten, was Vorsorge angeht, was Geburt angeht. Ich kann auch gerne erzählen, wie meine erste Geburt war, weil ich empfand sie als echt schmerzfrei und es war eine wunderschöne Hausgeburt, eine Wasserhausgeburt. Und wenn ihr Fragen habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr sie einfach in die Kommentare stellt. Und wenn ihr uns vielleicht auch auf Wild und Wundervoll folgt, also auf Instagram, könnt auch gerne bei der Online-Filmschool vorbeigucken, wo wir immer ganz viele Tipps geben und oft auch Kurse machen und auch kostenlose Workshops, vor allem in der Facebook-Gruppe, wenn es darum geht, es zu lernen, Filme zu machen oder einfach Tipps zu geben, auch für Leute, die schon weiter sind. Schaut einfach gerne vorbei und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden. Haltet die Augen auf, ich bin mir sicher, in 2, 3 Tagen ist das nächste Video online. Oder vielleicht kommt ihr jetzt auch später dazu und es sind schon ganz viele da, wer weiß. Und ich hoffe, wenn auch alles klappt, dass wir dann natürlich ein schönes Geburtsvideo machen können. Aber falls ihr schon mal schwanger wart, und Kinder habt, ihr wisst, wie das ist, das wird dann auch mit spontan entschieden, wenn es soweit ist, weil wenn ich in den Wehen liege und sage, nee, die Kamera behindert mich jetzt, dann wird die natürlich ausgemacht. Das hat natürlich Priorität, aber wir sind natürlich auch Filmemacher. Insofern, dieses Mal wäre es vielleicht schön, auch Videoaufnahmen zu haben.
Also bleibt gespannt. Ja, bis dahin. Tschüss.